Morlock Dilemma mit Napalmregen. First time, first reaction. Let's go. Auch cooles Poster. Okay. Der eiserne Besen Teil 2. Ganz by the way, der eiserne Besen Teil 2. Was ist denn das für ein Titel? Egal, cheers. Ich lass mich überraschen. Yo, ich bin zurück in den Mutterfick. Und Rapper wagen keinen Schritt ohne Schulterblick. In meiner Gegend ist Leben nichts wert. Und die Wege des Herrn sind in den Gegenverkehr. Yeah. Ich treffe deine Freundin im Sommerkleid. Näh ihre Titten auf ihr Kreuz für den Doggy-Style. Deine Sache wird so brutal in den Mund gebumst. Doch ich tat's für den Untergrund. Sie gibt mir Schädel wie Guillotinen. Auf dem Bett von Leben. Oh, wo habe ich denn das schon mal gehört? Schädel wie Guillotine oder so. Das habe ich schon in den einen oder anderen Tracks schon mal gehört. Aber ey, bis jetzt gefällt mir das voll gut. Das hat voll das Oldschool-Feeling, voll ein Oldschool-Vibe. Irgendwie mag ich das. Mit Tiermotiven. Sie, das sind niedere Triebe. Und über ihre Vagina klebt jetzt ein Kripo-Siegel. Rapper werden geopfert für Lucifer. Bin so abgehoben, ich boxe den Jupiter. Sie eine Mac 10 im Lab-Dance-Club. Der Letzte, der nach meinem Mic-Griff war Captain. Hook. Oh. Der Letzte, der nach meinem Mic griff, war Captain Hook. Ich bin so abgehoben, ich boxe in die Luft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Textlines sind schon witzig, auf jeden Fall. Seine Stimme finde ich gar, also ich, was heißt, ich finde die Stimme cool. Ich kann damit auf jeden Fall was anfangen. Ich finde, es ist ein Flow übertrieben krass hier auf dem einen Part. Ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück. Das, was ich hier meinte, ab hier, ist schon richtig geil. Und eben die Melodie in dem Song, das mag ich total. Also ich weiß nicht, alles, was in die Richtung von so geilen melodischen Samples geht oder Scratches oder so, finde ich richtig cool. Also mir gefällt der Song. Ich setze es in den Kontext, dass es schon ein bisschen älter ist, der Tune. Aber also ich muss sagen, mein erster Kontakt hier mit Morlock Dilemma ist ganz geil. Niedere Triebe und über ihre Vagina klebt jetzt ein Kripo-Siegel. Rapper werden geopfert für Lucifer. Bin so abgehoben, ich boxe den Jupiter. Sie eine Mac 10 im Lab Dance Club. Der Letzte, der nach meinem Mic-Griff war Captain. Über der Szene kreisen Rabenvögel. Stapelt die Leichen in den Straßengräben. Ein kurzes Brennen in den Atemwegen. Denn das ist Napalmregen. Gänsehaut, Bro. Ohne Witz. Klein Andi hat Gänsehaut. Ey, ich weiß nicht, ich bin richtig gerade getoucht so, weil ich hätte nicht erwartet, dass so eine brachiale Hook reinkommt. Und das ist jetzt ernsthaft. Also ich verarsche euch nicht, ich finde die Hook richtig geil. Weil oftmals hat man so, dass, also das habe ich heute beispielsweise auch in einer Reaction gesagt, ich sage es noch nicht welche, aber du wirst es sehen, wenn du meinen Channel aktiv verfolgst, habe gesagt so, oh, die Parts sind geil, der Anfang ist geil, aber irgendwie hookt mich die Melodie mehr als die Hook dann selbst, als der Chorus. Und hier bin ich so krass überrascht und dachte mir, yo, Napalmregen, ey, solide Parts und die Hook hat es gerade nochmal einmal verbessert für mich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt selten vor, dass ich irgendwelche Tracks habe, bei denen ich sage so, okay, die Hook macht es wirklich besser. Stimmt nicht. Der letzte Song war Machine Gun Flows quasi von hier SpongeBoss. Dabei hat mir die Hook auch so extrem gefallen, dass das Ganze nochmal aufs nächste Level gehoben hat. Insert hier den Song, bei dem du cool findest, welche Hook den Song nochmal liftet. Aber ich find's geil. Liebesgrüße aus der Stratosphäre. Stapelt die Leichen in den Straßengräben. Ein kurzes Brennen in den Atemwegen. Denn das ist Napalmregen über Verrubnis. Lass es nicht zu, mich maßregeln zu lassen. Denn aus mir sprechen drei Jahrzehnte des Hasses. Nach einem Jab bist du Sprachfehler behaftet und suchst die Polypen wie bei der Darmkrebsprophylaxe. 100 Kilo Zonen, du tank boot. Jetzt weiß ich auch, was ihr mit Stimme meint, ne? Diese Betonungen. Also ich kann es jetzt schlecht nachmachen, aber ich weiß, was ihr, glaube ich, meint. So diese Spitzen, die ihr da so reinhaut, in der Tonalität her, finde ich aber, muss ich sagen, ganz geil. Also das finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Gewöhnungsbedürftig und so, und oder speziell, wie man so sagt, ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Ich finde es cool, wenn man Künstler identifizieren kann oder wenn ich einen Künstler höre und denke mir so, oh cool, das ist der und der. Weißt du, was ich meine? Also das finde ich gar nicht mal so schlecht, das finde ich cool. Das ist ja alles sehr speziell. Also ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich zum Beispiel so einen Haftbefehl mal ganz cool finde oder sag so, hey, Jesus beispielsweise, ist auch sowas. Da habe ich am Anfang, wenn du mir das so auf dem Papier präsentieren würdest, würde ich sagen so, ah, ist eher schwierig. Oder bestes Beispiel, Actic, gerade weil du hier im Chat bist, UFO, ja. Klein Andi hat ja an UFO gefallen gefunden so und das ist ja auch mega polarisierend. Aber ich kann es nur sagen so, ich finde es eigentlich ganz geil, ne? Und Morlock Dilemma reizt sich hier so ein. Ich würde sagen so, hey, auf jeden Fall speziell, aber mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Du suchst die Polypen wie bei der Darmkrebsprophylaxe. 100 Kilo Zonen, Wu-Tang-Boots. Ziehen eine Schneise der Gewalt durch das Gutmensch-Tun. Ihr habt den Schabos gebadet, als ich das Boothemd trug. Jetzt schlag ich Rapper die Fressen blau wie bei Blue Man Group. Sie hinterm Mikro regiert eine riesige Rivalität. Doch verzieh ich die Miene, flieh sie ins Krisengespräch. Diese verliere Mieten, sie spielen mal zum Video.
Video drehen. Schrien auf den Titel, doch überspielen ihre Identität. Wirst auf der Bühne niedergeprügelt, vertieft ins Gebet. Und spürst die Wüte in den Riemen, Hebe im Nierengefäß. Ja, du kriegst mich auf den Kiefer, das nicht mehr dein Bibelkapitel. Zitieren der Priester, dich je wieder belebt. Dieses dieses Sample da drin, was ist, ich denke immer an Ready or Not, ich weiß nicht, das ist es nicht, aber die hatten doch auch mal so in Ready or Not so ein Ding, so eine ähnliche Melodie oder Sample, was es auch immer war, daran muss ich so gerade denken, das erinnere mich, und ich finde es irgendwie voll geil, das ist der Priester, der je wieder belebt. Über der Szene kreisen Rabenvögel, stapeln die Leichen in den Straßengräben, ein kurzes Brennen in den Atemwegen, denn das ist Napalmregen über Verrubonis. Liebesgrüße aus der Stratosphäre, stapeln die Leichen in den Straßengräben, ein kurzes Brennen in den Atemwegen, denn das ist Napalmregen. Oh, mich erfasst das total. Ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, wenn du es hörst, aber dieses, wie er die Hook singt, Alter, das catcht mich so krass. Ich habe mega krasse Gänsehaut gerade. Ich weiß, bei einem Track, der 2:22 geht und du hörst Napalmregen, könntest du dir das jetzt nicht vorstellen. Aber die holt mich so krass ab. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist so, oh, so gut. Es catcht mich einfach. Das ist manchmal gibt es so Momente, die kann ich auch nicht genug, also die kann ich nicht genau beschreiben. Das ist dann einfach, ich finde es geil, ich höre was und ich denke mir so, oh, ist das nice. In Atemwegen, denn das ist Napalmregen über Verrubonis. Liebesgrüße aus der Stratosphäre. Stapelt die Leichen in den Straßengräben. Ein kurzes Brennen in den Atemwegen, denn das ist Napalmregen über Verrubonis. Ja, krass, ey. Vielen Dank an den guten Simon Fatmunk 666 für die Empfehlung. Ich muss ganz ehrlich sagen, richtiger Banger. Für mich persönlich, wow, mega. Auch danke für die Erklärung, was Ferropolis hier bedeutet. An den Chat, Liebe geht raus an den Twitch-Chat hier. Wow, wirklich ein Banger.